Sie dürfen die Suche nach Max nicht einstellen. Ich muss wissen, was mit meinem Jungen geschehen ist. Du weißt, was mit ihm geschehen ist. Und seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter, bis er seinen Schwager anbrüllte. Aber ich muss ihn sehen, seine Leiche. Ich muss Max begraben, verstehst du das nicht? Ich brauche Gewissheit. Till kam ein Gedanke. Ich will, dass du mich in die Steinklinik einschleust. Ich will wissen, wo er die Leiche von Max versteckt hat. Du musst sofort hier raus. Das Zittern in ihrer Stimme ließ keinen Zweifel aufkommen, dass ihre Angst mindestens so groß war wie seine Schmerzen. Wovor fürchtete sie sich so sehr? Weswegen wanderte ihr gehetzter Blick immer wieder zur Tür? Er war direkt in die Höhle des Psychopathen geflohen. Er hatte eine dunkle Vorahnung, was es zu bedeuten hatte, dass es nicht mehr in der Schublade lag. Sofort zog er sie auf, suchte in ihr nach dem Tagebuch und griff ins Leere. Gleichzeitig hörte er die Stimme. Rechts von ihm. Suchst du das hier? Suchst du das hier? Suchst du das hier?